Guten Tag, wir stehen im Stau. Warum stehen wir im Stau? Ja, was heißt Stau, aber es ist so nicht ganz flüssiger Verkehr. Er ist fließend, aber langsam und stockend. Und das im Ruhrgebiet. Ist zwar nicht blau, aber... Grau. Grau. Richtige Pottstimmung so, voll gerucht und sowas, ne? Ja, wo geht's hin, Mops? Wir fahren jetzt nach Dülm. Oh, was machen wir denn in Dülm? Oh, der Mian hat schon verraten. Sag nochmal. Also ich glaube, ihr habt es verstanden. Mian sagt ja Wohnmobil schlafen und er hat sämtliche Sachen jetzt aufgezählt, die wir mitgenommen haben. Unter anderem mein Herzkissen und sein Paw Patrol Duschgel. Ja, wie kommen wir denn auf gerade in Dülm und welches Fahrzeug sagen wir natürlich jetzt noch nicht direkt. Wir hatten damals, wir waren ganz am Anfang unserer Suche, sag ich mal so, waren wir in Dülm und da waren wir bei... Da war es noch 1900 noch was gewesen. Genau, 1965, gefühlt für euch natürlich, klar. Und ja, da hatten wir den Verkäufer, den fanden wir super sympathisch. Er kam zu uns im Wohnmobil, wollte vermitteln, uns helfen, Fragen beantworten. Top-Verkäufer und ja, wir waren dann, er hatte uns dann gesagt, ja, hier habt ihr nicht Lust, auf die Caravan-Messe in Düsseldorf zu kommen und wir, ach, die gibt's auch, oder wisst was? Wisst ihr, woran ich denken muss? Das ist der Verkäufer, der sagte, wo wir sagten, Schaltwagen wollen wir nicht. Und er sagt, wenn man nur verreist, man hat Zeit. Dann fährt man einfach außen rum und genießt die Aussicht. Top-Verkäufer, oder? Das ist doch mal ein Argument. Ja, so hat er uns gesagt, wo wir gesagt haben, ja, nee, wir hätten gern Schalter. So kam er uns, das hätte ich nicht vergessen, ja. Ja, sehr gute Idee. Ja, und er fragt dann, ja, habt ihr Lust, dahin zu gehen zur Messe und sowas? Ja, und dann können wir uns ja alles nochmal in Ruhe angucken. Und wir waren natürlich voll happy, wir wussten ja gar nicht davon. Und ja, sind dann ja dank... diesem Unternehmen sind wir zur Messe gegangen. Und haben wären wir gar nicht zur Messe. Wir wussten auch gar nicht von der Messe irgendwie, weil... Also großes Lob jetzt schon mal an dieses Unternehmen. Deswegen, irgendwie waren wir danach auch einfach im Kontakt. So, wir haben uns mal eine E-Mail geschrieben und ja auch so, irgendwie sind wir halt im Kontakt geblieben. Und dann haben wir jetzt mal einfach dann ja, so angefragt. Telefoniert. So, wie sieht's denn aus jetzt? Ja, der sagt ja, kein Problem, kriegen wir alles hin. Dann kommt, wann wollt ihr denn dann los? Ja, und ich habe gesagt, ja, ich habe ja immer dann so und dann ist das ein kurzes Wochenende und jetzt haben wir das lange Wochenende so gesehen vor der Brust. Und ja, dann haben wir jetzt gesagt, heute kommen wir vorbei und leihen uns ein Wohnmobil. Da sind wir. Ey, der ganze Hof ist ja hier voll. Uiuiui. Ach du meine Güte, guck mal. Hier kam die Flut schon an. Oh, hier muss ich bremsen, hier muss ich jetzt rein. Zack, kommt Fahrradfahrer raus? Nein. Ach, da ist was. Willkommen bei Reisemobile Dülmen. Hey, das sieht ja... Urlaubsfeeling mit Palmen. Achso, jetzt geht's in den Urlaub, oder was? Ja, klar. Ja, das ist ja cool hier. Jawohl. Und rein geht's in den Eingang. So, was ist denn jetzt hier los? Jetzt sind wir ja hier, ne? Hi. Ja, wir gucken uns ein Wohnmobil an. Wir haben einen schönen voll integrierten Wohnmobil. Von Weinsberg habe ich einen schönen gebrauchten. Ach so. Und was vielleicht was sein könnte für eure Weltreise, die ihr da plant. Und ist das jetzt das Fahrzeug, was wir uns ausleihen? Oder? Nein. Das ist ein anderes Auto. Das ist jetzt so spontan. Ich habe ja gesagt gerade, ja, wir haben den reingekriegt vor 2 Tagen. Ein schönes Auto, 6,99 Meter. Oh. Klimaanlage dabei, Fernseher drin, alles. Oh, jetzt das ist ein voll integrierter. Und ihr habt direkt an uns gedacht. Ja, das wäre so spontan wieder eingegangen. Wieder der Verkäufer, ne? Ja, der Verkäufer-Team. Ja. Automatik oder ohne? Ohne. Ach so, wie war das nochmal? Man reist drumherum und genießt die Aussicht. Ne? Das hast du uns beim ersten Mal erzählt. Ja, ich hab gesagt, eine Automatik braucht man nicht. Das ist im Wohnmobil auch wirklich nicht so. Wenn du im 5. Gang fährst, dann brauchst du auch keine Automatik. Und dann im Stau stehen wir ja nie, weil wir fahren ja mitten im Stau. Ja, genau, fahren wir. Komm, dann gehen wir jetzt mal gucken. Ja, dreh dich um, guck mal. Ein heißer Flitzer, Leute. Guckt euch das mal an. Ja, also der sieht wirklich erstmal schick aus, ne? Ja, der ist so frisch, der hat noch nicht mal ein Preisschild drin. Aber hier haben wir 2 große Betten hinten, Einzelbetten und wir haben vorne ein großes Hubbett. Da ist halt das Schöne, wie gesagt, für den Kleinen hat er so ein eigenes Reich. Und ja. Wir können hinten trotzdem noch getrennt schlafen, wenn wir wollen. Oder ja, wir können auch einfach mal rein. Ja, klar, einfach mal gucken. Einfach mal stretchen, ne? Ja. Fahrradträger absenkbar, ne? Fahrradträger, Fahrräder brauchen wir auch, ja, ne? Ja, kannst du ja runtersitzen, du hast hier jetzt so eine Kurbel, du kannst den runterfahren, runterkurbeln. Ah, brauchen wir gar nicht groß heben, ne? Ja, weiß ich nicht. Guck mal. Hier ist doch was für dich, oder? Eine super Höhle. Guck mal. Da passt ja das Pony wieder rein, ne? Oder? Cool. Wohnst du hier drin? Ist das dein Zimmer? Nee, ihm.
Ah, ja. Für mich? Ja, ich kriege immer so mit der Schublade, kriege das dann so rausgereicht, das Mittagessen, ne? Ja, super. Eine Tür haben wir hier, ne? Eine Riesentür überhaupt. Ah, hier ist keine Elektronik drin. Wir hatten mal einen gesehen, der hat hier die Elektronik drin. Da hatten wir noch was gefährlich mit dem Kleid. Das ist ja, haben die meisten, besser, dass ich die Finger nicht klemme. Haben die meisten. Ja. Und das ist ein Riesenbett, ne? Wenn wir das runterfahren, macht man über so einen Mechanismus hier, zieht man einmal kräftig, dann kann man schon runter. Dann geht das schon runter. Müssen wir nur den Sitzer wegklappen. Das ist bei. Ja, du musst den Hebel ziehen. Was wird da hier nichts, Mops? Was ist das denn? Ja, ah, okay. Passt schon, halbwegs. Nee, süßes lag nicht an mir. Ja, okay. Glück gehabt. Ich muss sagen, ich bin doch kräftig. Ja. Guck mal nach vorne, weil den meisten musst du aber vorne in den Sitzen irgendwo anpacken. Die haben ja so eine Schlaufe drin versteckt. Pass auf, Mäuschen. Na, guck mal, so eine Schlaufe und dann. Den kannst du lassen. Aber ist halt ein schönes, großes Bett. Ne? Ja, sogar 1,60er oder was? Ja, ich würde auch sagen, das kann nicht diese, nicht 1,30. Ne? Ja, Leute, Klimaanlage haben wir hier auch, das hilft ja schon mal, ne? Ja, Fernsehen, ne? Ach, Fernsehen? Ja, Fernsehen ist auch hier drin. Fernsehen können wir auch gucken dann. Oh, ja, nein, ne? Schön die Küche. Den hatten wir ja schon in München-Gladbach gesehen hier, das erkenne ich gleich hier von dem Muster sofort. Ja, Schubladen, Riesenschubladen. Fernbedienung ist dabei. Ist ja, für Klimaanlage, Fernsehen, ne? Alles mit. Ja, drin, ne? Ja, die Teile hier sind auch nicht schlecht. Ne? Ich glaube, es wirkt auch gar nicht so tief, aber es ist trotzdem tief rein. Hinten das Muster finde ich auch wirklich sehr schön. Ja, mit dem Bad ist super gelöst. Es ist schön groß. Aha. Dafür, dass es dann nur eins ist, ach, guck mal, dann kann man das, glaube ich, hier, ich weiß nicht wie, zur Seite machen irgendwie. Ja, wie geht das? Guck mal, ja, da ist so ein schwarzer Hebel. Du musst diesen Pin ziehen. So. Den ziehst du, dann kannst du durch. Du rastet dir wieder ein. Ja, ja, aber cool, das ist also nicht Dusche und Toilette getrennt, sondern eine große Ecke, wo du das dann einfach zumachen kannst, ne? Ja. Mal platztechnisch. Und? Jo. Aber abspülen gleich, ne? Geht schon, oder? Ja, ja, geht, geht. Ja, das Bad ist groß für so ein kleines. Ja, das stimmt. Ne? Das stimmt. Ja, Leute, es ist leider jetzt schon ein bisschen dunkel, aber das finde ich auch nicht schlecht irgendwie. Hier kann man das so aufschieben. Ist wahrscheinlich auch gewichtstechnisch echt super, weil man dann nicht eine schwere Tür drin hat. Finde ich toll. Ja, wir gucken uns hier gerade irgendwie noch Mobeos an, ne? Die gibt es ja auch in riesengroß. Was? Jetzt will sie doch gerade. Ja. Das Mietauto, wir haben immer noch nicht das Mietauto erreicht, nee, aber Leute. Aber hier ist der Moveo in Einzelbettvariante ohne Hubbett. Ja, wir waren gerade hier links drin und da war ein Riesenplatz. Ich zeig's mal ganz kurz so. Ne, das war so ein richtiges, schönes Wohnfeeling hier drin. Aber da gab es so ein paar Sachen, die uns jetzt nicht so ganz gefielen. Und jetzt, ja, irgendwie jetzt gehe ich mal hier rein. Irgendwie hat Mops, ich weiß nicht, Mops, ja, ist hinter dem Kleinen her. Also es passt schon so in unserer Variante rein, wenn ihr mal guckt. Ne? Hier oben ist alles schön. Auch hier mit der Küche ganz, ganz schön, toll, großartig. Ja, hier ist alles, ne? Das schöne Display hier, Kühlschrank, der Fernseher hier oben, super. Ja, hier drin, Dusche, traumhaft. Aber der ist schön. Sieht sehr gut aus. Ja, hier hinten das Riesenbett, das hatte er nämlich gerade nicht. Hier hinten war dann die Toilette. Ganz, ganz schickes Teil. Richtig was Feines. Ja, der ist schön. Ne? Und da merkst du auch richtig, dass das Qualität ist, ne? Wenn du hier so in der Hand nimmst. Ja, das ist ein ganz gut mit dabei von der Qualität, ja. Ja. Der schick. Obwohl hier knascht so ein bisschen der Boden, aber das, ja, das ist wahrscheinlich hier nur wegen diesen, genau, wegen dem Teil, was man hier. Also grundsätzlich bei solchen Sachen, da muss man immer sein, wir müssen überlegen, dass ein Auto, was in der Ausstellung steht, ne? Und ach so. Das ist ja noch nie wieder. Ich kriege hier nicht. Ja. Doch, und guck mal. Man muss einfach mal. Dusche ist toll, ne? Schön. Ja, ganz schick. Was mit der Toilette? Und? Gut, schick. Sehr, sehr gut, ja. Finde ich schön. Hier auch mit den Fenstern sehe ich gerade eben. Ne? Das ist so ebenerdig, dass es dann rausgeht. Echt schick. Ja. Achso, guck mal, hier ist auch so eine. Der ist ungesichert. Du musst eine Versicherung einmal auf Knopf drücken. Ach. Genau. Mal richtig mal ziehen. Dann ach, guck mal. Hier ist es da. Es geht dann zu. Und tschüss. Na komm, wir machen wieder auf. Wenn du ein Stündchen hinlegen willst oder so, ist das ja auch. Ja. Cool, ne? Ja. Wir haben hier Rahmenfenster, wir haben Solaranlage, Markise ist dran, stimmt. Fernseher ist dran, Navi, Rückfahrkamera, ist alles schon mit drin. Ist alles schon mit Moveo drin. Sagen die Leute mir, ja, ist teuer, aber nimm mal das, diese ganze Ausstattung und hau die mal in irgendein anderes Fahrzeug rein, dann bist du auch schnell bei 74. Ja, klar. Das geht echt schnell. Ne? Ja. Was ich halt beim Moveo immer cool finde, ja, können wir eben einmal hier auf der Seite gucken, also. Der hat immer hier so eine
so eine Kiste, 70-Kilo-Kiste. Da kannst du natürlich immer gerade, wenn du mit dem Kleinen unterwegs bist und hast mal wirklich irgendwie... Sandspielzeug und sowas, ne? Sandspielzeug oder Schippe. Kluten an den Schuhe, wie man hier bei uns sagt. Ne? Das schmeißt ja cool. Das alles rein. Oder auch die Kabel oder alles, was man direkt macht, schmeißt es da mal hin rein. Oder du kommst vom Strand, hast eine Decke, kannst du auch da rein. Hast es halt nicht in der Heckgarage. Ne? Ja, nee, das ist wirklich cool. Ist auch so eine Kiste, das hat phänomenal für, ne? Oh, cool, mega. Ja, oder wenn du gekühlte Getränke haben willst, machst was du da rein. Hat die Mobio? Ja, die Mobio. Ja, also die Teilintegrierte, ne? Aber das ist ja geil. Ja, zumal das unten drunter toter Raum ist und das ist einfach sinnvoll genutzt. Ne? Das ist richtig cool. Das hat der hier auf der anderen Seite, musste das auch haben. Ja, was wie ich da leer? Das schreibe bewusst auch nicht dran, weil ich weiß ja nicht, was du alles noch haben willst. Weil das ist, wenn du so eine Klimaanlage haben willst und. Weil dann hast du hinterher einfach ein anderes Grundergebnis. Das klingt ja logisch. Was glaubst du in etwa, was der jetzt so wiegt? Circa. Wir reden ja hier vom großen Fahrzeug. Wir sind ja hier bei 7,30 Meter knapp. Ne? Der wird seine 2,9 an die 3 Meter locker wiegen schon. Wenn du es wirklich ganz hundertprozentig genau haben willst, dann müssen wir den auch wirklich mal wiegen. Ja, das sind halt Werte, die von dem Hersteller, das sind errechnete Werte. Ja. Das ist halt ein bisschen immer 5% Abweichung. Schön geschrieben. Das ist einfach so. Aber hier ist das Auto, was ich euch hier für Wochenende rausgesucht habe. Der Michel, der ist lieb. Ja, der ist er. Ja, das ist er wirklich. Sag das mal meiner Frau. Die weiß das doch. Ein V65 GE, ein Optimum 2 Edition. Ich glaube, das ist im Moment das beste Paradepferd von Hobby. Mir wird ja im unendlichen Stückzahlen ist der verkauft worden. Den gibt es jetzt seit knapp 2 Jahren auf dem Markt. Und schmales Fahrzeug. Wir reden hier wirklich von einem kleinen, schmalen, kompakten Fahrzeug. Die meisten Fahrzeuge sind ja um die 2,30. Wir reden ja hier nur von 2,16 Meter. Ja. Das ist echt, wenn man sagt, man fährt Richtung Frankreich oder so, aus Côte d'Azur oder fährt in den Serpentinen oder so, da kommt es auf jeden Zentimeter an. Und ist es wirklich so, dass es da ein schönes, kompaktes Fahrzeug ist. Ja. Ist ideal für 2 Leute oder für 2,5, wie bei euch. Ne? Ja. Entry Edition hat immer eine Top-Ausstattung. Da ist immer Markise mit dabei, Fernseher ist mit drin, Navi, Rückfahrkamera ist mit drin. Das ist echt eine ganz, ganz coole Ausstattung. Ja, super. Wir haben immer mindestens 140 PS, zumindest in unseren Mietfahrzeugen. Weil ich glaube, mit 120, wie sagt man bei uns im Norden, ziehst du kein Hering vom Teller. Ne? Weiß hier Hobby drin. Ist modern. Ja, du kannst hier rein theoretisch rosa Gardinen nehmen. Aber kennst du den Spruch, wer ein Hobby hat, hat ein Hobby? Ja, den kenne ich und den finde ich scheiße. Das ist klar. So der, musste ich jetzt mal sagen, der lag mir auf der Zunge. Ist kein Problem, hab ich ja noch nie gehört. Nein. Also der Strejewski, der hat damals tatsächlich, also der Inhaber oder Ex-Inhaber der Firma, der hat damals aus Hobby wirklich einen Wohnwagen gebaut. Okay. Und diesen Wohnwagen, der wollte der Nachbar dann haben und der hat dann für ein horrendes Geld an den Nachbarn verkauft. Und so hat er sein Hobby zum Beruf gemacht. Okay, und deshalb ist auch die Marke Hobby Hobby. Also das ist wirklich, also das ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Früher war das so, die hatten mal eine Zeit, wo die Qualität nicht so gut war. Ja, deswegen Hobby hast du ein Hobby, so ist das eher gemeint. Wenn du ein Hobby kaufst, dann bist du nur noch am Machen und... Aber die Zeiten sind lange vorbei. Okay. Vielleicht habt ihr ja mal die Gelegenheit, fahrt mal hin zu Hobby, guckt euch mal die Produktionslinie an. Wir testen es einfach. Genau, wir testen es einfach mal. Ne? Dann musst berichten. Selbst ein Bild von machen. Man muss ja auch wirklich sagen, wenn du so ein Ding hast, dann hast du den ja auch als Hobby. Ja. Also ich meine, so negativ behaftet, wie der Spruch ist, der ist eigentlich nicht so weit hergeholt. Weil das ist ja auch wirklich ein Hobby. Mit jedem Fahrzeug hat man dann ein Hobby. Ne? Ja. Also ein Hobby haben wir so oder so, egal für was wir uns entscheiden. Ne? Ja, cool. So, Mops, Übergabe, jetzt geht's los, ne? Let's go! Jawohl. Wir packen jetzt unser Sack und Pack da rein und ziehen los. Aber ich würde gerne alles einzeln einmal wiegen, bevor wir es reinpacken. Komm, ich hol mal das Auto. Oh Gott, ja, mach das. Ja, Leute, wir müssen jetzt wirklich mal alles filmen, weil ich will jetzt gleich auf die Waage fahren. Und das ist jetzt einfach mal ein wichtiger Moment. Ich konnte es jetzt gestern, hat es einfach keinen Sinn gemacht, das ganze Ding zu wiegen. Ich werde jetzt jede einzelne Tasche, egal was wir reinpacken, bei den Decken wird es vielleicht schwer, das schätzen wir wahrscheinlich mal, wenn ich mal einfach mache. Wiegen und am besten aufschreiben, dass wir echt mal wissen, dass wir das Gewicht dann abziehen können. Ja. 6,5. Ich sehe es nicht. 8,9. 8,9. So, 10 Kilo, allein nur die Tasche. 10,1, nee, 10. Glatte 10, jo. Das sind die Sachen von dem Kleinen und von mir. Für ein Wochenende. Das glaubt mir doch gar keiner. 9,2. Ich habe bestimmt auch Sachen von euch mit drin. Nee, guck mal, Leute. Ich und der Kleine 10 und Illo alleine 9,2. Hier von wegen die Frauen. Hier, Kritik bitte an Illo. So, die beiden leeren Wasserbehälter, die lassen wir mal durchgehen. Ja, aber die können wir ja dann mit 10 Kilo plus rechnen. Nee, 20 dann, wenn sie gefüllt sind. Achso, wenn sie gefüllt sind, ja, plus 20 von mir aus, die machen wir auch noch voll. Die machen wir noch. 2,6 Kilo. Ey, selbst die Windeln wiegen 0,8 Kilo, aber die braucht er jetzt bald nicht mehr. Ne? Also von daher ist alles cool. Trocken werden. Ja, genau, bis dahin ist er trocken und ich muss abnehmen. Soll ich das wiegen?
Dann müsst ihr auch selber auf eine Waage gehen und dann mit dem Bettzeug. Ja, sagen wir 10 Kilo. 5 Kilo. 5 Kilo oder was? Ja, Bettzeug ist 5 Kilo. Also jetzt nur die Decken. 5,7 Kilo, das geht eigentlich. Aber Leute, ich muss sagen, ich habe extra diesmal mehr gepackt, weil man ja, wenn wir eine große Reise machen, auch viele Sachen mit haben, dass man schon mal so einfach, ja, mal sehen, wenn man viel mit hat, was es so wiegt. Ja, mal einmal den Kindersitz, auch ein Kindersitz. Wiegt mal eben. Sieht man nicht? 5,7 Kilo. Jo. Mops hat mal eben so eine Spielekiste von 4,8 Kilo gepackt. Das geht aber. Hätte ich jetzt auch mit mehr gerechnet. Siehst du? Guck mal, Leute, wie viel Zeugs wir mit haben. Ihr werdet alle die Hände über den Kopf, glaube ich, zusammenschlagen. Ja, aber mit Kleinkind ist das so, ne? Du musst ja genug mitnehmen, genug Schlafanzüge, genug Hosen. Der fällt da mal irgendwo hin, der sieht aus wie Sau und dann musst du ihn komplett umziehen, ne? Eine kleine Tasche von 1,4. Aber jetzt die Gimbal hast du ja selber noch an der Hand, aber das können wir dann halt so ein bisschen was von abziehen. Von oh, unseren Wickelrucksack, den müssen wir natürlich auch noch wiegen. So, der Wickelrucksack wiegt 4 Kilo. 4 Kilo und den Mops jeden Tag hinten drauf und der Kleine wiegt vielleicht 15, ich schätze mal jetzt. Nee, 14, noch was. Ja, fast 20 Kilo jeden Tag am Hals, ne? Wir sind zu Hause, warum sind wir denn jetzt zu Hause, Mops? War so ein bisschen mein Fehler, nämlich, ja. Ich hatte gar nicht nachgefragt, sind jetzt irgendwie Teller, Töpfe oder sowas? Nein, wir sind einfach gegangen, ja. Also das ist wieder typisch Elo und Mops. Ja, mal hinfahren, mal gucken. Deswegen mussten wir jetzt nach Hause. Und ja, dann machen wir hier direkt mal das Wasser zu. Wasser voll, dann brauchen wir es woanders nicht. Wir wollen ja gleich noch auf die Waage fahren. Ja, jetzt haben wir doch noch mal einiges zusammengekriegt. Das müssen wir jetzt auf die Waage packen. Ja, wenn wir jetzt Schöpfe und sowas brauchen. Ja. Und zack, sind wir 15,2 Tonnen wieder dazu. Ach nee, 15,2 Kilo. Mops hat natürlich nochmal nachgetankt. Nee, wir mussten ja Töpfe und sowas noch holen. Wir könnten jetzt spekulieren. 18,4 Kilo. Ich glaube, ihr seht es nicht. Wir sind hier gerade auf der Waage 3,26 Tonnen und wir haben keine Tische, keine Stühle und sind nur sehr, sehr großzügig beladen für ein Wochenende. Was ist denn da los? Jo, Auto sagt, AdBlue nachfüllen, notwendig, bitte nachfüllen. Okay, ja, dann müssen wir das bestimmt nachfüllen. Dann müssen wir aber morgen mal was kaufen, ne? Das ja, kriegen wir schon hin. Ich habe aber keinen Plan davon. Ja, ja, mein Auto fährt nur super, das andere Auto von uns fährt auch nur super. Ja, aber man lernt ja immer dazu und ich habe ja auch nichts dagegen. Ne? Ich kenne das ja von der Arbeit, das schaffen wir. Okay, ich wäre sonst aufgeschmissen. Ich würde an der Tankstelle nachfragen. Oder ja, so. Da kriegst du auch AdBlue. Ach so, ja, siehst du, guck mal, dann bin ich doch gar nicht so verkehrt. Hier ist Nachtschicht jetzt angesagt, ein bisschen Schlafi-Schlafi machen. Wo wir sind, wie es weitergeht, seht ihr morgen in der nächsten Folge von Illo und Mops. Schaltet ein um 18 Uhr, lasst ein Abo da. Auf Wiedersehen, ciao.